Ja, smack nur weiter. Oh, du siehst. Papa Khan. Regis, Karl. Sie habe ich noch nie gesehen. Was bringt Sie zu den Großkhanen? Was halten Sie von der RNK? Das ist eine komplizierte Frage. Sie haben unseren Leuten sicher Schlimmes angetan. Und ich habe viele ihrer Soldaten in der Schlacht getötet. Aber ich kann sie nicht so hassen, wie Papa es tut. Uns ginge es sicher besser, wenn die RNK anstelle von Caesars alles im Griff hätte. Mir wäre so, als hättest du das schon mal gesagt. Wenn sie also den Stamm führen würden, würden sie auf Caesars Befehl hin mit der RNK kämpfen. Wenn man mich fragen würde, dann würde ich das wohl machen, aber ist ja egal, denn Papa hat das Sagen und der geht so schnell nicht. Ich sehe, wir haben wahrscheinlich zwei Söhne. Einer Caesar, einer RNK. Erzählen Sie mir von Papa Khan. Papa ist einer der besten Anführer, die die Khane je hatten. Er hat uns trotz aller Widrigkeiten seit dem Auszug aus Kalifornien zusammengehalten. Bitter Springs aber hat ihn verändert. Nach dem Massaker begann er, die RNK zu hassen. Ich befürchte, dass das seinen Geist vergiftet hat. Im Startmenü ist einfach ein Punkt Mods, da kannst du suchen und installieren, was du willst. Sehr komfortabel für Menschen wie mich. Ja, aber du bist da wahrscheinlich sehr limitiert, ne? Da gibt's wahrscheinlich nicht so viel Auswahl wie online. Weil das, was du beschreibst, das gibt's ja tatsächlich für einen PC auch. Aber ich hab's halt noch nicht genutzt. Ich glaube, ich hatte es bei der Skyrim Special oder Legendary Edition. Keine Ahnung, gibt es mittlerweile so viele. Mal kurz ausprobiert, aber bin dann doch wieder zum selber Modden übergegangen. Was meintest du mit dem vergifteten Geist von deinem Papi? Nichts, vergessen Sie's. Ich sollte darüber nicht mit Außenseitern sprechen. Oh doch. Okay, vielleicht auch nicht. Wer sind Sie? Werde Regis genannt. Ich bin ein Berater von Papa Khan und seine rechte Hand. Ich bin auch die oberste Exekutive des Stammes, also benehmen Sie sich. Oh, Entschuldigung. Karl. Ich grüße Sie im Namen Caesars. Gut, das wäre dann geklärt. Was denken Sie über die Großkhane? Sie sind ein Stamm großer Krieger mit stolzen Traditionen und glorreicher Vergangenheit. Sie werden die Legion bereichern. Wer sind Sie? Mein Name ist Karl. Der große Caesar hat mich als Zeichen unseres Bündnisses als Botschafter zu den Großkhanen entsandt. Okay, du bist gar kein Sohn. Welche Allianz? Die Khane werden die Legion im Kampf unterstützen. Dafür hat ihnen Caesar alles Land westlich von New Vegas versprochen. Was ist Ihre Aufgabe in Caesars Legion? Ich gehöre zu den Frumentarii. Ich erkunde in Caesars Namen das Ödland und knüpfe mit Stämmen Kontakt, die der Legion nützen könnten. Ich bin eine Mischung aus Kundschafter und Botschafter. Ich wurde im Rahmen des Bündnisses zwischen der Legion und den Großkhanen hierher entsandt. Was will die Legion von den Großkhanen? Die Khane sind immer noch große Krieger, obwohl sie brutal von der RNK unterdrückt wurden. Es ist eine Ehre für uns, solche Verbündeten zu haben. Die haben sich über große Ausrufezeichen beschwert nach dem Update auf der PlayStation. Wieso? Dann gab es halt ganz viele neue Quests. Große Ausrufezeichen bedeuten eine Quest, das weiß jeder. Papa Khan. Der Welpe betritt also den Wolfsbau. Was wollen Sie, Welpe? Wuff. Ich bin gekommen, um die Großkhane zu bitten, ihr Bündnis mit Caesars Legion aufzulösen. Können Sie mir etwas über die Leute sagen? Die Geschichte der Großkhane. Eine lange Geschichte. Voll Ehre, Ruhm und Verrat. Wir haben gelitten, aber wir werden unseren Ruhm wiederfinden. Vielleicht können Sie mir die Kurzfassung geben. Haben Sie's eilig? Na gut. Die Großkhane kamen vor 14 Jahren aus der RNK. Damals beherrschten wir das Ödland und knieten vor niemandem. Aber wir haben die Familien der Strips unterschätzt. Sie haben uns nach Bitter Springs gejagt, wo wir blieben, bis die RNK kam und uns hierher jagte. May47, das war jetzt eigentlich als Witz gemeint, wegen den meisten MMOs, wo ein Ausrufezeichen ja eine Quest bedeutet, also ein Questgeber, war jetzt eigentlich mehr darauf bezogen. Dass es Geschwachsinn oder blöd ist, das
War mir schon klar. Wie haben Sie die drei Familien besiegt? Sie verbündeten sich mit Mr. House, dem selbsternannten Herrn von New Vegas. Dafür versorgte er sie mit Waffen, Technologie und Kronkorken. Das haben wir ja sogar schon mal erfahren. Sie waren besser ausgerüstet und wir hatten keine Chance gegen sie. Wir mussten so einen Moment dein Sarkasmus-Schild hochhalten. Okay, warte. Hast du gehört? Ich hab's jetzt in der Hand. Hier, ich kann es sogar ausfahren. Hörst du's? Ich halte es hoch. Das heißt, das ist gerade auch Sarkasmus. Okay. Was ist in Bitter Springs passiert? Als die RNK in die Mojave kam, waren sie leichte Beute. Wir überfielen ihre Karawanen, ihre Städte, ihre Lager. Sie konnten uns nicht aufhalten. Zumindest dachten wir das. Sie haben uns nach Bitter Springs verfolgt und uns umzingelt. Als unsere Kinder, Kranken und Alten, durch einen Pass in der Nähe flohen, hat die RNK sie niedergeschossen. Die Frage ist, wie lang war der Fehler drin, May 47? Also, wie lange hatten die das nicht gefixt, dass alle riesige Ausrufezeichen waren? Wie lange hat das gedauert? Eigentlich ist das was, das sollte oberste Dringlichkeit haben und nach ein paar Stunden theoretisch schon erledigt sein. Sollte es denn etwas sein, was man in nur ein paar Stunden lösen kann, natürlich. Das klingt nach etwas, was die RNK befehlen würde. Oh, ein bis zwei Wochen. Kommunikationsfehler. Aber sagen Sie das denen, deren Familien abgeschlachtet wurden. Sagen Sie das den Überlebenden hier. Ich bin gekommen, um die Großkanne zu bitten, ihr Bündnis mit Caesars Legion aufzulösen. Ist das so? Naja, sie haben Schneid, das muss ich zugeben. Aber warum sollte ich das für sie tun? Caesar benutzt sie nur, schätze ich, keinen Deut um die Großkörner. Glauben Sie wirklich, dass Caesar ihrem Stamm wieder zu Ruhm verhelfen wird? Ihr werdet Sklaven. Glauben Sie wirklich, dass Caesar ihrem Stamm wieder zu Ruhm verhelfen wird? Ihr werdet Sklaven. Ha. Die Großkane werden keine Sklaven sein. Caesar selbst hat uns das Land bis zum Colorado und völlige Handlungsfreiheit versprochen. Ich will nichts mehr gegen Caesar oder die Allianz hören. Die Großkane werden Caesar in die Schlacht begleiten und die RNK wird endlich bezahlen. Jetzt kann ich fragen, wer er ist. Okay. Sie latschen den ganzen Weg nach Red Rock Canyon direkt in mein Zuhause und wissen nicht, wer ich bin. Sie haben Mumm. Das muss man ihnen lassen. Dann spitzen Sie mal die Ohren. Ich bin der Anführer der Großkane. Der Khan der Kane, sozusagen. Das ist mein Stamm, mein Volk. Eier, wir brauchen Eier. Okay. Wollten Sie noch was anderes? Das war's. Das ist alles? Huh. Keine Quest? Cry me a river. Das mache ich jetzt auf jeden Fall noch. Als nächstes. Ihr seid ja gut bestückt hier. Schaut sich das mal einer an. Willst du das noch? Ach, es geht nicht. Nein, ich kann es nicht hochheben. Oh, ja gut, macht Sinn, sonst könnte ich die Gegenstände einfach irgendwo hintragen, wo ich sie dann klauen kann. Karls Tagebuch. Okay, was steht da drin? Du kommst einfach so bei Gomez in die Burg angeschissen und erwartest, dass er sich mit mir befasst? Nee. Gomez ist einer der wenigen, der so viel Respekt von mir bekommt, dass ich nichts von ihm erwarte. Ich glaube, das ist der einzige NPC, mit dem du nicht spaßen solltest, den ich kenne. Weil du kannst auch einfach nichts gegen ihn machen, wenn du das erste Mal zu ihm gehst. Außer du hast einen sehr unkonventionellen Weg, in dem du zu ihm gehst. Dann vielleicht schon, aber normalerweise nicht. Speziell, wenn du selber erschatten werden willst. Wenn du blöde Antworten gibst, bringt er dich einfach um. Nice.
Dieses Tagebuch enthält detaillierte Aufzeichnungen und Beobachtungen aus Karls Zeit bei den Großkhanen. Viele der Einträge schildern ihn in allen Einzelheiten seine Ansicht über deren wilden, barbarischen Sitten. Und an mehreren Stellen philosophiert er darüber, dass Caesars Legion sie höchstwahrscheinlich auslöschen müssen wird. Ja gut. Das kann ich doch dann sicher weitergeben, oder? Aber erst noch will ich wissen, was hier ist. Toll, Gewitter, Stromausfall, ganzes Dorf ist dunkel. Jetzt läuft der Stream auf Datenvolumen. Keine Sorge, ich mache eh nicht mehr so lange. Also tatsächlich, ich bin heute ein bisschen geschafft, deswegen ist gleich finito. Ich werde dein Datenvolumen nicht zu sehr auskosten. Papa Kahns Doppelbett. Wieso ist in seinem Zimmer nichts Interessantes? Er hat ein Kissen da oben. Das ist doch interessant. Es führt einfach nur raus, oder? Ich habe gehört, Sie haben versucht, Papa Khan zu überzeugen, dass er Caesars Legion nicht beitritt. Darüber würde ich gerne mal mit Ihnen reden. Was hattest du denn im Kopf? Sie wollen Papa überzeugen, sich nicht mit Caesar zu verbünden, richtig? Glauben Sie mir, nur mit Worten kommen Sie bei ihm nicht weit. Er fährt darauf fest, den alten Ruhm der Großkhane wiederherzustellen. Und Caesar scheint ihm der richtige Weg dazu zu sein. Und was soll ich tun? Papa kann stur sein, aber er ist kein Tyrann. Er hört auf seinen Stamm und auf vier Stimmen besonders. Mich, Jack, Diane und Melissa. Wenn sie uns alle überzeugen können, dass ein Bündnis mit Caesar eine schlechte Idee ist, dann können sie ihn vielleicht umstimmen. Was ist mit Melissa? Ach, Melissa ist eine Träumerin. Als ich sie im Lager sah, hat Karl Geschichten darüber erzählt, dass sie der Legion als Spekulatore dienen könnte. Ich habe noch nie eine Frau in Legion-Rüstung gesehen, also habe ich da meine Zweifel. Stimmt. Was würde Jack und Diane überzeugen, mich zu unterstützen? Sie müssen mit den beiden sprechen, aber sie hängen aneinander wie Pech und Schwefel. Überzeugen sie einen und der andere wird auch mitmachen. Sind sie nicht schon überzeugt? Schließlich führen wir dieses Gespräch. Ich zweifle zwar an Caesar, aber nur wegen eines Zweifels würde ich mich nie öffentlich gegen Papa Khan stellen. Ich habe Gerüchte gehört, dass Stämme, die sich mit Caesar verbündet haben, zerschlagen und versklavt wurden. Beweisen Sie es und ich bin dabei. Okay, ich werde mal sehen, was ich tun kann. Gut. Eins noch. Oh, das hast du lieb gesagt, Herr X. Caesars Vertreter Karl ist ein enger Freund von Papa geworden. Karl sorgt dafür, dass Papa so auf die Allianz fixiert ist. Es wird wohl leichter sein, ihn zu überzeugen, wenn Karl von der Bildfläche verschwindet. Und wie soll ich das anstellen? Karl spricht viel von der Ehre und dem Edelmut der Großkhane. Aber ich denke, seine wahre Meinung ist sehr viel unschmeichelhafter. Ja, ich habe sein Buch. Vielleicht finden Sie ja etwas Schriftliches, das diese Meinung belegt. Oder Sie sorgen dafür, dass er im Langhaus vor Papa die Beherrschung verliert. Oh, das ist viel lustiger als das Buch. Würde ich an Ihrer Stelle... Oh, das ist viel lustiger als das Buch. Ah! Ja? Los, verlier die Beherrschung. Ich will, dass du ausrastest. Scheiß auf das Buch. Was wollen Sie denn noch? Ich habe mich gefragt, warum Sie sich den Khanen als Zeichen der Verbundenheit nicht anschließen. Anschließen? Oh nein, das geht nicht. Das ist, ich wäre einer solch großen Ehre nicht würdig. But surely a warrior in service of glorious Caesar is the equal of any tribe's finest. Natürlich bin ich das. Ich meine, Caesar unterstehen viele mächtige Krieger. Und es steht mir nicht zu, sie mit den Großkhanen zu vergleichen. Because you know they'd come all blacken. Das reicht. Was fällt Ihnen ein, Caesar-Soldat mit diesen Wilden zu vergleichen? Kein Großkhan könnte es mit einem Legionär aufnehmen. Vor dem Verbrannten würden sich selbst die mächtigsten Großkhane vor Angst in die Hose machen. Ich meine... Eine interessante Meinung, Karl. Ich frage mich, was Papa Khan dazu sagen wird. Mieser Dreckskerl. So etwas sagt man nicht ungestraft. Großkhan. Hier drüben!
das wäre Leute, erledigt. Er ist tot. Beruhigt euch alle wieder. Machete! Ah, sie sind wieder da. Ich find's gut, wie wir einfach so tun, als wäre nichts passiert. Wenn du Fallout New Vegas mit geringen Sprachskills spielst, hast du echt ein Problem. Ich spiele jedes Spiel so. Das ist allerdings ein Problem von mir. Also, dass ich irgendwie alles kann. Sicherheit, nicht Sicherheit. Das kommt jetzt gerade von KOTOR. Schloss knacken, Computerkenntnis, Sprache, Medizin, Überleben. Ich meine, ich habe Schusswaffen immer noch nicht auf 100, weil ich die anderen Sachen erst hochhauen will. Aber mei, das bin ich. Im Kämpfen bin ich scheiße, aber dafür kann ich Leuten sagen, ich bin im Kämpfen scheiße, aber dich würde ich trotzdem platt machen. Weil meine Sprache so hoch ist. Gut, dann I need this one. Weil das ist schon hier. Die sind da unten. Komm ich denn da unten hin? Ist da unten eine Höhle? Ach nein, das ist da hinten. Oh, aber die kann ich nicht mitnehmen. Sieht aber cool aus. Schlafsack. Shopping für Wochenende, Krieger. Das Jungmagazin. Informatik in Team. Ich finde es nur schade, dass manche Sachen doch Englisch sind. Das ist ein bisschen doof, aber... Naja. Ist echt nicht viel. Du hast sie dir aus wissenschaftlicher Neugier gerade genauer angesehen. Und fragst dich, ob ich sie so wirklich zeigen kann. Also, ich glaube ja. Solange ich jetzt meinen Fokus nicht auf sie lege, sollte das in Ordnung sein beim Vorbeigehen. Ich darf vielleicht auch nicht zu sehr von der Seite gucken. Das wäre vielleicht auch fatal, aber... Und ich darf sie nicht ausziehen. Oh oh. Ah! Ich bin tot. Oder hast du was gesehen, was ich nicht gesehen habe? Also, die sind immer noch weniger schlimm als um Gomorra. Wenn ich im Gomorra ein bisschen ausführlicher mich umsehe. Setup Tier, Down Bridge. Was ist das? Why? Das ist normalerweise nicht hier. Ich darf sie nicht ausziehen. Warte, das ist 2024. Das mit der Brücke ist, glaube ich, nicht hier normalerweise, oder? Es kommt immer drauf an. Ich glaube, solange du bestimmte Sachen nicht zeigst, wie zum Beispiel die Nippel nicht, ist es eine Grauzone, die, mit der man leben kann. Man hat ja zum Beispiel auch in Mass Effect Intim-Szene, nenne ich es jetzt mal, bevor der YouTube-Algorithmus mich kickt. Und da ist es auch in Ordnung, weil du siehst nicht wirklich was. Du siehst ein bisschen nackten Körper und vielleicht ein bisschen Popo, aber... Das Böse bleibt verborgen. Okay, hier ist jetzt eine Brücke aufgetaucht. Ich will da hoch. Ich sehe schon, ich verbacke mich gleich so heftig, dass ich mich gar nicht mehr bewegen kann. Aua? Nein, doch nicht. Ich dachte, ich habe ein Aua, aber ich schaff's ohne. Aua? Okay.
Ah, ich bin ganz runtergefallen. Mir geht's gut. Fixer. Habe ich hier auch nochmal ein Brückenbaugerät? Weil da hoch komme ich jetzt nicht. Ich lad mal nochmal. Da ist noch eins, glaube ich. Ach komm, so hoch war das nicht. Was man in so einer Truhe alles findet. Guten Abend. Sie sind keiner meiner Stammkunden. Warte mal, lass mich ganz kurz bitte... So, lass mich aus dieser Perspektive mit dir reden. Was läuft denn? Nee, warte, warte. Warte. Lass mich aus dieser Perspektive mit dir reden. Was läuft denn? Nein, das ist immer noch scheiße. Ich will diese schwarzen Balken so haben. Nein, nicht beklauen. Okay, weißt du was, ich rede einfach mit dir, ist mir jetzt wurscht. Hey, was läuft denn so? Erzähl mir ein bisschen über die Großkarne. Den Geschichtsunterricht erspare ich Ihnen. Sprechen Sie mit Papa Khan, wenn Sie das wirklich interessiert. Obwohl sich Jack bucklig malucht und meine Leute jeden Tag Stoff an den Mann bringen, ist in letzter Zeit ziemlich schwer, über die Runden zu kommen. Ich greife auch noch danach, ja. Allianz mit Caesar ja was. Aber ich weiß nicht recht. Das ist einfach ein ganz natürlicher Prozess, May 47. Das kommt von ganz alleine. Und hier ist auch schon die passende Frage. Warum ist das so hart? Der Red Rock Canyon ist nicht gerade der gastfreundlichste Ort. Keine Nahrung, fast kein Wasser und auch sonst nichts, was irgendjemand brauchen könnte. Früher schickten wir immer Patrouillen raus, um Vorräte zu sammeln. Aber seit Bitter Springs haben wir einfach nicht mehr genug Leute. Sprechen wir über was anderes. Klar. Was machen Sie beide hier? Im Wesentlichen kümmern wir uns um die Großkarne. Jack stellt die Chemikalien her, ich organisiere Lieferungen und die Leute, die das Zeug verticken. Sie sind also Drogendealer? Wir versorgen die Leute mit Dingen, die sie haben wollen und nehmen dafür Dinge, die unser Stamm benötigt. Schauen Sie ein wenig über den Tellerrand. Wem verkaufst du es denn? An viele Siedlungen in der Mojave-Wüste liefern wir regelmäßig. Und seit neuestem machen wir auch mit den Unholden recht gute Geschäfte. Mir persönlich sind sie ja unheimlich, aber Papa findet es höchst unterhaltsam, wenn wieder mal einer voll auf Psycho eine RNK-Patrouille vermöbelt. Beeindruckend, was hier rumsteht. Haben Sie mal die Herstellung hilfreicher Medikamente erwogen? Hilfreich? Etwa wie Badewannen-Stimpacks? Was ist denn das für eine Frage? Medical supplies are always scarce and they don't kill the buyers often. Think of the profits. Da ist was dran. Medikamente an die Einheimischen zu verchecken, könnte ein hübscher Nebenverdienst sein. Ich werde Jack sagen, dass wir das probieren. Nice. Was halten Sie von Caesar? Naja, ich bin nicht unbedingt heiß drauf, mit Caesar zu arbeiten, aber wenn dadurch meine Dealer vor seinen Patrouillen Ruhe haben, bin ich dafür. Papa hat das Schiff bislang immer in die richtige Richtung gesteuert. Haben Sie schon damit begonnen, Medikamente herzustellen? Ja, das ist durchaus eine Überlegung wert. Derzeit kochen wir noch auf kleiner Flamme. Aber falls wir Gewinne machen, expandieren wir vielleicht. Ich möchte ein paar Kronkorken machen. Hast du irgendeine Arbeit? Sie sehen aus, als hätten Sie was auf dem Kasten. Okay, ich sag Ihnen was. Anders, einer meiner besten Kuriere, hätte sich längst melden sollen.
Wenn Sie rausfinden, was mit ihm passiert ist, gebe ich Ihnen richtige Arbeit. Klar. Sagen Sie mir, nach wem ich suche und wo ich anfangen soll. Vor etwa 3 Wochen habe ich Anders Richtung Südosten geschickt. Sollte eine Transportroute nach Aber da war Honeymoon. Damit wir neue Märkte erschließen können. Er sollte eigentlich seit 2 Tagen wieder da sein, aber kein Mensch weiß, wo er steckt. Oh, in Ordnung. Und? Anders schon Jetzt muss ich... Ah, nee, doch nicht. Was verkaufst du denn eigentlich? Ach, gar nichts. Um die kleinen Geschäfte kümmert sich Jack. Falls es nicht um einen Großauftrag geht. Ah, okay. Es wurde mir gesagt, ich sollte mit dir reden bezüglich der Khans Allianz mit Caesar. Hey, ich bin nicht unbedingt heiß drauf, mit Caesar zu arbeiten. Aber wenn dadurch meine Dealer vor seinen Patrouillen Ruhe haben, bin ich dafür. Caesar wird mit ihnen als Verbündeten keine Drogenhandel dulden. Er hasst Drogen. Davon höre ich zum ersten Mal. Haben Sie dafür irgendwelche Beweise? Noch nicht. Ich werde welche finden. Gut, dann kommen Sie wieder, wenn Sie sie haben. Wo soll ich denn dafür den Beweis finden? Halleluja. Hallo. Hi, Jack. Wow, ein neuer. Wow, Jack. Was machen Sie bei dir hier? Was? Na, streng genommen eigentlich gar nichts. Bezauber nur ein bisschen. Okay, anderes Thema. Der Schal versteckt ganz gut den Übergang zwischen generischem Körper und einzelnem Kopf. Stimmt, ja. Hey, was läuft? Erzähl mir ein bisschen über die Großkarne. Die gehören zur Familie, klar. Die haben immer auf uns aufgepasst und dafür gesorgt, dass wir was zu essen und einen Platz zum Pennen hatten. Papa sieht nur aus wie ein großer, böser Bär. Er ist echt nett. Regis ist cool. Gruselig, aber cool. Alle anderen sind ziemlich dufte. Sogar Jimmy. Ich find's gut, dass er Jimmy sagt, aber er Jerry heißt. Wer ist Jerry? Ach, die Jungs nennen ihn Jerry die Niete. Ist ganz schön fies. Ist wohl nur eine empfindsame Seele, die jemanden braucht, der sie liebt. Ist oft unten Andy? Am Feld der Erprobung, falls sie ihn suchen. Ich möchte ein paar Kronkorken machen. Hast du Arbeit? Diane kümmert sich um den handelsmäßigen Teil dieser kleinen Unternehmung. Aber ich bin immer auf der Suche nach neuen Rezepten. I know a few recipes for some chems you might want. I could teach you. Geht klar. Was haben Sie denn? Wissenschaft. Ah, Überleben würde auch was geben. Ich kann dir beibringen, Super Stimpaks zu machen. Na gut, dann mal her damit. Warte, das war's noch nicht. Archäolygenial. Das sollte uns ein paar Kronkorken einbringen. Okay. How about a little pick me up? Hier, das sollte Ihnen etwas Zing verschaffen. Okay. Geht. Wie wär's mit Slasher? Na gut, dann mal her damit. Das ist kostenlose EP, nehme ich an. Und hör auf, immer wegzulaufen. Archäolygenial. Okay, Alter. How about a little pick me up? Hier. Danke. Wie wär's mit Rocket? Na. Er läuft wieder weg. Gleich sehe ich ihn nicht mehr. Archäolügen, ja. Partytime Methods. Ja, komm wieder raus. Archäolügen, ja. Und jetzt habe ich nur noch Überleben, aber das kann ich noch nicht. Wie geht die medizinische Arbeit voran? Bin schon dabei. Hab ein paar Stimpacks zusammengebraut. Aber wenn Sie noch mehr Rezepte haben, würde ich die nehmen. Gab auch positiven Ruf, sehe ich gerade. Was verkaufst du denn eigentlich? Ach, tatsächlich das, was ich ihm auch beigebracht habe. Praktisch. Ich bin hier wegen der Allianz zwischen Papa und Caesar. Hä? Ich und Diane, wir stehen nicht so auf Politikkram, ja? Ach ja, Lügenial ist ja kolossal, du Koralla-Aal. Klar nervt Caesar, aber... Solange wir uns haben, kümmert es uns nicht, wie sich die großen Tiere balgen. Aber ihr werdet einander nicht haben. Die Legion wird euch umbringen. Und Diane in die Prostitution versklaven. Alter, was für ein super Mist. Das ist doch niemals ein Kopa Shishi. Ja, okay.
Ich und Diane halten Ihnen den Rücken frei. Kein Problem. Okay, ihn zu überzeugen war sehr leicht. Oh, ich habe ein Level up. Medizin erstmal voll, so. Und ich glaube, ich bringe jetzt Schusswaffen zu Ende. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Und feilschen. So, jetzt ist die Frage, habe ich wieder was Neues bekommen? Met 100. Rise and shine and smell the ash. When sneaking, you can resurrect dead humans and non-ferragus as powerful glowing ones. To perform the resurrection, you need a doctor's bag and a vial of centaur's blood. Okay. Ich kann Leute wiederbeleben als glowing one? Ernsthaft? Wissenschaft 90. Jetzt muss ich wieder gucken, ob irgendwas Neues dabei ist. Weil ich ja jetzt Waffen höher habe, Schusswaffen. When you use heavy weapons, ja, die verwende ich nicht. Schusswaffen 50, 60. 17. Leg ist nein, hatte ich schon. Schusswaffen 70. Shotgun hatte ich schon. Ach, das hat zwei Ränge. Okay. Dann wird das vielleicht tatsächlich noch... Oder ich erhöhe tatsächlich nochmal ein Attribut. Ich weiß ja nicht, wie viele Level ich noch vor mir habe, um ehrlich zu sein. Also wie viele Level in dem Modpack mit drin sind. Zusätzlich. Okay. Ich überlege tatsächlich, meine Wahrnehmung nochmal zu erhöhen. Dann habe ich die auf 9. Oder Charisma. Oder vielleicht sogar Stärke. Wie viel Stärke brauche ich, dass ich mit meiner Waffe, die ich jetzt aktuell ausgerüstet habe, sprinten kann? Oder Glück. Glück klingt eigentlich auch nicht verkehrt. Ich glaube, ich nehme tatsächlich Stärke. Weil, Nee, brauche ich nicht. Nimm Glück. Glück fühlt sich irgendwie gerade richtig an. Level. Ja gut, die muss ich ja auch erstmal erreichen. Also das habe ich ja noch nicht. Werde ich auch nicht so leicht erreichen. Wo ist denn dieser? Yo, da hinten oder was? Geht's dir gut? Scheißes Blechle an. Ranger Station Foxtrot. Da gehe ich jetzt noch hin. Und dann machen wir Schluss für heute. Da komme ich ja nicht rüber, ne? Ich muss. Schon nicht außen rum. Da bin ich sogar schneller, wenn ich hier hin zurückgehe. Und ich könnte eigentlich das noch schnell angucken, die Poseidon-Tankstelle, weil die ist ja gleich nebenan. Okay, das ist zu weit. War für unglücklich.
über diese Entfernung. Bist du feindlich? Ja. Der hat das überlebt? Was ist denn mit dir? Hallo? Wie viel Leben hatte der gerade? Böser Hund. Oh. Oh. Ah. Jetzt reicht's aber. Aua, irgendwer schießt mich ab, der echt viel Schaden macht. Leute, diese Augen, schaut euch diese Augen an. Ich werde dich essen, Mensch. Ach ja, du und welcher? Warte kurz. Mund! Bis 4 Uhr habe ich noch nie gestreamt, Herr X, ja? Also, komm mal runter. Violets schlimm zugerichteter Kopf. Why? Ist das ein Kopfgeld, an das ich mich nicht mehr erinnere, das ich mal angenommen habe? Ey, die hat ja voll die Reichtümer. Menschenfleisch, das kann sie behalten. Schießt da eigentlich jemand auf mich oder sind da welche zu blöd, sich gegenseitig umzubringen? Ich glaube, die sind einfach zu blöd, sich umzubringen, oder? Oh. Okay, jetzt reicht's. Was soll dieses Geballere? Ich glaube, bis 3 habe ich auch noch nicht gestreamt. Oder meint ihr 3 Stunden? Ja, wisst ihr, die Cassador haben mich heute in der Arbeit so heftig zugerichtet, ich bin einfach fix und fertig. Okay, wisst ihr was, dann machen wir jetzt die 3 Stunden noch voll. Das, die machen wir voll. Okay? Sind wir damit alle konform? Look at that ass. Ooh. Look at that rotating ass. Alles klar, Andy. Macht ja nichts, wenn die Unwichtigen gehen, gell? Bye. Okay, an die Tankstelle kann ich auf jeden Fall nicht rein. Das sieht auch so aus, als wäre da eh nichts. Ah, Weapon Repair Kit. Nee, weißt du, wo nichts dran ist? ME-47, an deiner Behauptung. So. Jetzt habe ich's ergeben. Cooler Helm. Guck, guck. Von dem habe ich auch schon gehört. Wow! Wieso habt ihr eigentlich Plasmawaffen? Au! Ah!
Ich kann nicht. Muss Animation fertig machen. Okay, und wirst der mit den Granaten? Nein. Tot? Weg? Ich glaube nicht, dass man den Milz schmeckt. Ah, das könnte kompliziert werden, den zu töten. Ja, das könnte kompliziert werden. Ja. Kuckucks Unheil. Unholden-Eintopf. Und Kuckuckskopf. Stimmt, hatte ich die nicht von der RNK oder so, die Kopfgilde? Ich weiß es nicht mehr genau. Wer ist da eingegangen? Ja, kann ich den jetzt auch erforschen, bitte? Ah. Wusste ich doch, dass ich dich Arsch finde. Jetzt beleidige mich nicht. Blödmann. Leider kann ich den ja nicht töten. Also schenke ich ihm das Leben. Auch wenn es kein sehr erfülltes Leben sein wird, wenn er nie wieder da rauskommt, wo er gerade ist. Hunting Rifle. Schoppel, die muss ich auf jeden Fall behalten. Weißt du was? Die repariere ich mit dem Weapon Repair Kit. Das ist lieb, Mesebel 40, aber er hat jetzt halt einfach Glück und ihm wird das Leben geschenkt. Ernsthaft, du hast noch nie darüber nachgedacht, Hex, dass bei einer Kopfgeldjagd man tatsächlich die Köpfe abtrennt und mitnimmt? Nicht? Ich gehe jetzt einen sehr unkonventionellen Weg. Ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt funktioniert. Nee, ich glaube, ich laufe hier gegen die unsichtbare Wand gerade. Kann es sein, dass ich dieses Lager da hinten irgendwie missinterpretiere? Ah, doch keine unsichtbare Wand. Servus alle zusammen. Hat wer Sushi bestellt? Oh ja, Sushi wäre jetzt geil. Zu Sushi sage ich absolut nicht nein. Was haben wir denn für welches? Was? Du magst kein Sushi, Herr X? Also, das ist jetzt ein Streitpunkt. Wir haben unsere erste Ehekrise. Ich glaube, hier war ich schon mal. Sonst wäre das nicht so gelootet. Schokoladensushi. Ah, nee, okay, da bin ich raus. Sehr gewagt, aber da bin ich raus.
Es gibt nicht nur rohen Fisch in Sushi, Herr X. Das ist sehr beschränkt, das anzunehmen. Erweitern Sie Ihren Geist. Hallo Jungs. War jetzt ein sehr komischer Ort, so hierher zu kommen, aber... Komm, Officer Lenk. Wenn Sie wegen des Geldes hier sind, ich habe den Omerters gesagt, dass ich es zurückzahle. Ich brauche nur mehr Zeit. Ich komme wegen der Omerters Schulden. Geben Sie mir, was Sie haben. Das erkauft etwas Zeit. Hier sind alle Kronkorken, die ich bisher gespart habe. Sehen Sie, das ist schon ein schöner Batzen meiner Schulden. Was ist zwischen Ihnen und den Omerters vorgefallen? Ich habe den Kassierer im Gomorrah überzeugt, mir ein paar Chips vorzuschießen. Ich war sicher, dass ich gleich eine Glückssträhne hätte. Es lief dann nicht so gut. Aber die Omerters waren nett und meinten, dass sie mir etwas Zeit für die Rückzahlung einräumen. Kann doch aber den sie haben auch gesagt, dass fehlenden Weisheitszahn durch einen Maki-Sushi ersetzen. Sie noch mal über meine Schulden mit mir reden müssen. Ich dachte, dass alle RNK-Ranger furchtlos und hart sein müssen. Ich möchte nicht darüber sprechen. Wenn du es mir nicht erzählst, irgendwer wird's und mir dann nicht deine Version erzählen. Wir waren auf Patrouille beim Staudamm, als uns ein Überfallkommando erwischt hat. Wir hatten nicht mal Zeit, per Funk Meldung zu machen. Ich wurde von einer Machete am Kopf getroffen und fiel um. War nicht tot, nur schwer verletzt. Als ich aufwachte, konnte ich vor Angst nur zittern. Der Rest vom Trupp wurde gekreuzigt, abgeschlachtet, verstümmelt. Mich haben sie übersehen. Die wussten vielleicht, dass ich innerlich gebrochen war. Scheinbar, ich spielte ja. Und trank danach ziemlich viel. Bekam Ärger, aber die Ranger gaben mir eine zweite Chance, statt mich rauszuwerfen. So kam ich hierher. Armselig, die Ranger hätten sie nie aufnehmen dürfen. Ich war damals anders. Oh. Was tust du hier? Ich bediene das Funkgerät und melde, wenn ich Großkarne sehe, die den Red Rock Canyon in großer Zahl verlassen. Also seid ihr kleine Spione. Deckung. Hoover Dam Power Plant. Vier Weisheitszähne. Auf einmal, oder was? Autsch. Er hat dafür Sushi bekommen. May 47. Das war die Bezahlung. But what did it cost you? Everything. Ranger Cutlow. Es ist hier nicht sicher für Zivilisten. Passen Sie auf, dass die Großkarne Sie nicht erwischen. Link hat mir Ihre Geschichte erzählt. Ja, sehr traurig. Es ging lange das Gerücht um, dass sie bei den Rangern rausfliegt. Vor allem seit das Spielen und die Trinkerei angefangen haben. Das hier ist ihre letzte Chance. Und bis jetzt macht sie sich nicht sonderlich. Link ist ständig schreckhaft. Das macht die anderen ganz verrückt. Was wissen Sie über die Großkarne? Sie sind zäh, unabhängig und völlig skrupellos. Sie hocken im Red Rock Canyon. Und unser Job ist es, sie im Auge zu behalten. Und was tust du hier? Hauptsächlich beobachten wir die Großkarne. Die meisten von ihnen sitzen in Red Rock Canyon. Aber vor kurzem ist auch eine große Gruppe verschwunden. Wir haben das gemeldet, aber bisher kam nichts über irgendwelche Vorfälle mit den Großkarnen. Was immer sie vorhaben, sie halten sich bedeckt. Hm. Bin ich hier eigentlich nicht langsam... Wo war denn noch... Nee, das war hier, oder? Dass ich auch immer noch nicht den speziellen Supermutanten begegnet bin, wundert mich. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau die auf der Karte waren. Was man gegen Schmerzen machen kann. Naja, in den meisten Fällen Schmerzmittel nehmen. Ansonsten muss man leider diesen Mist ertragen. Ich merke gerade, dass ich am Verdursten bin und ich möchte das nicht.
kühlen Alkoholmorphium. Ich find's gut, wie es immer schlimmer wurde. Bunker der Versprengten. Oh no. €196 EP. Den Dealer deines Vertrauens nach Tilidin fragen. Ich find's gut, wie hier nicht von normalen Schmerzmitteln geredet wird, wie, weiß ich nicht, Ibuprofen oder sonst was, sondern einfach direkt Morphium, Tilidin. Leute, was los? M47, du hast das Sarkasmus-Schild vergessen. Du musst dich schon an deine eigenen Regeln halten. Ich habe keine Muni mehr. Na, wo sind jetzt die Kassadore, die mich fertig machen, hä? Wo sind die? Ja, Herr X möchte auf alles vorbereitet sein, deswegen denkt er das schon mal durch. Was denn passieren könnte, wenn man es nimmt? Müsste jetzt hier nicht gleich eigentlich irgendwas kommen, was mich davon abhält, weiterzulaufen, weil ich bin am Rand der Map. Was mal Straßenapotheker? Was ist ein Straßenapotheker? Ja, Schmerzen sind in den meisten Fällen auch nicht lustig, deswegen hatte ich ja gesagt, Ibuprofen zum Beispiel. Immer der Dinge, die es sonst nur in Apotheken gibt, auf der Straße verkauft. Die Casador-Eggs brauche ich bestimmt für die Quest später. Für eine Quest später noch. Bin ich mir ziemlich sicher. Anscheinend kann ich hier ziemlich weit außen laufen. Thank you.
Ja, Wodka hilft zumindest. Bei den Schmerzen und wahrscheinlich beim Einschlafen. Aber das Ganze muss in einem gesunden Maße bleiben. Oh fuck, ich dachte, ich werf die weiter. Das war ja richtig lächerlich. Jetzt komme ich wieder zu den Großkarren, oder? Komme ich jetzt oben raus, wo ich dann runtergehen kann? So scheint es mir gerade. Nee, doch nicht. Ich komm irgendwo anders raus. Dass es jetzt dunkel wird, macht es natürlich nicht einfacher. Au! Okay, ich reise zurück, weil... Hier bin ich am Ende. Nee, die gibt's auch nicht. Du müsstest halt 2x600 Milligramm zum Beispiel nehmen. Oder wahrscheinlich gibt's zu hoch dosiert, aber nicht normal erhältlich. Weiß es nicht. So. Guten Morgen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier oben irgendwas überhaupt noch groß entdecken kann. Den Bunker der Versprengten halt, an dem ich jetzt vorbeigelaufen bin, ohne ihn zu entdecken vielleicht. kommt drauf an mit was? ME-47. Ich meine jetzt, weiß ich nicht. Mit IBOs 400, 600, was auch immer, sich auszukennen, ist, weiß ich nicht. Auch nicht das Wissen. De la Creme. Ja, genauso wie es Herr X gerade sagt. 3x400, 2x600. Whatever. Normalerweise bekommt man ja eh welche verschrieben, wenn man Zähne gezogen bekommt. Vor allem bei 4 Weisheitszähnen. Da könnte es sogar echt sein, dass man da von vornherein höhere bekommt. Oder sogar stärkere Schmerzmittel. What the fuck? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Man muss anscheinend eine Art Parole eingeben, um die naheliegende Tür zu öffnen. Okay, an das erinnere ich mich auch nicht mehr, aber ich habe es schon mal entdeckt. I take it. Silver Peak Mine. Okay, du kannst Crystal kochen, er kann modden. Was kann ich dann? Crystal nehmen? Jeder hat so seine Fähigkeiten. Nee, ich kann es höchstens ignorieren, vehement verneinen. Nehmt keine Drogen, Kinder. Ich finde es gut, dass ich auf die Entfernung mit dieser Waffe niemals treffen würde. Hör auf, wegzulaufen!
Na, komm, lass mich da hochbacken. Ich weiß, dass es geht. Ich höre hier, glaube ich, Nightstalker. Ah, da ist das Haus, von dem ich geredet habe. Mensch, das ist ein guter Abschluss. Dann können wir das nächste Mal weitermachen. Weil das ist eventuell auch ganz interessant für dich, Herr X. Weil das wirst du ja dann auch gar nicht kennen. Dachte ich mir doch, dass es hier auf der Karte ist. Ich habe mich nur gewundert, wieso ich es nicht mehr finde. Oder bisher nicht gefunden habe. Du, das ist eine Kiste, da weiß man nicht, ob man die aufmachen möchte, M47, weil streng genommen sind ja Alkohol und Zigaretten auch Drogen. Eigentlich ist sogar Zucker in gewisser Weise eine Droge. Eine erlaubte, ganz nebenbei bemerkt. Eine anerkannte sogar. So, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, finito. Den geheimen Pfad zur freien Mine in Gothic 1. Also ja, tendenziell kenne ich den, aber ich glaube nicht, dass ich den bewusst schon mal gelaufen bin im Standardspiel. Glaube ich. Aber ja, ich laufe gerne Wege abseits von, was weiß ich, um zu gucken, was möglich ist, ob da vielleicht was versteckt ist oder ganz allgemein einfach.